Die CDU hat sich heute hinter die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen Steinbach gestellt. Steinbach beharrt auf einem Beiratsposten in der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Außenminister Westerwelle von der FDP ist dagegen. CDU-Generalsekretär Gröhe sagte nach einer Sitzung von Parteivorstand und Präsidium, Steinbach genieße das uneingeschränkte Vertrauen der Union und der Kanzlerin. Westerwelle erklärte sich zu einem Gespräch mit Steinbach bereit, rückte aber nicht von seiner Haltung ab.